Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht im Hintergrund, ich bin mal wieder umgezogen mit meinem Büro. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Ich habe noch nicht alles komplett verräumt, aber ich habe jetzt ganz, ganz viel Platz, um ja, mich kreativ zu entfalten, kann man das so sagen. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang mit meinem Mann zusammen in einem Büro und das hat nicht so wirklich funktioniert. Wir sind in zwei komplett verschiedenen Richtungen selbstständig, sage ich jetzt mal. Und da ist man sich mehr oder weniger im Weg gestanden. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch ganz kurz zwei Düfte empfehlen, bevor ich euch zeige, um was es heute eigentlich geht. Und zwar habe ich die Düfte der Muttertagskollektion hier. Und ich war total positiv überrascht. Von der Duftbeschreibung her sind es Düfte, die mir eher weniger zusagen. Es sind blumige Düfte, es ist Lavendel enthalten, also alles so gar nicht meine Duftrichtung. Und ja, ich habe sie mir natürlich trotzdem mitbestellt, einfach um euch auch ein Feedback geben zu können. Wie finde ich die Düfte? Kann ich sie euch empfehlen? Habe aber ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie meinen Geschmack treffen. Und jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe mir diese beiden Düfte schon im Club-Abo gesichert. Und zwar ist das einmal Sparkling Magnolia und einmal Whipped Vanilla Lavender. Super angenehme Düfte. Die kann ich wirklich empfehlen, wenn jemand eben leichte, angenehme Düfte möchte. Der eine ist eben ein bisschen mit Lavendel angereichert, aber auch überhaupt gar nicht aufdringlich, sondern so eine richtig schöne Mischung aus Vanille, Kokos und Lavendel. Richtig, richtig gut. Und in der Muttertagskollektion findet ihr ja nicht nur die Düfte, sondern auch Duftblumen, Bodyprodukte. Ich blende euch das alles mal ein. Und diese Sachen gibt es nur noch so lange der Vorrat reicht. Also wenn ihr noch irgendwas sucht oder ja, was für euch selbst wollt, ich finde, die Sachen sind ja auch gar nicht nur zum Muttertag. Das sind einfach ganz, ganz tolle Produkte, die es leider halt einfach nur für kurze Zeit gibt. Dann schlagt dazu und ja. Bestellt, solange die Sachen noch da sind. Meine Website findet ihr wie immer in der Infobox. Ich bin ja auch gerade am Schmelzen von Sparkling Magnolia. Der andere ist schon am Trocknen. Habe ich einfach noch ein paar Pröbchen gemacht. Es gibt auch Duftblumen in diesen Düften, also auch limitiert. Und ich bin ja ein absoluter Duftblumen-Fan und auf die Duftblumen gibt es aktuell 20% Rabatt. Und das nicht nur auf eine einzelne, sondern auch auf das Dreier-Spar-Set. Das heißt, wenn ihr drei Duftblumen kauft, bekommt ihr da ja sowieso schon immer einen günstigeren Preis und da gibt es on top nochmal 20%. Und ich finde, eine Duftblume auf Vorrat kann man immer daheim haben, egal ob für sich oder als Geschenk. Ich liebe die und wie gesagt, die Düfte sind mega. Aber nicht nur das, also wir haben so viele Angebote im Moment. Das würde jetzt hier vollkommen den Rahmen sprengen. Wir haben auch eine Special Kombi quasi, die ihr aktuell bestellen könnt, solange der Vorrat reicht. Das ist einmal sind es verschiedene Sommerdüfte und einmal frische Düfte. Auch die blende ich euch unten ein und da spart ihr auch wirklich noch mal viel Geld. Alle diese Angebote findet ihr auf meiner Website. Teilweise die Düfte unter Bars oder die Kollektionen unter Kollektionen. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich wie immer auch per E-Mail kontaktieren. Auch die findet ihr in der Infobox. So, jetzt mache ich hier aber mal ein bisschen Platz, denn mein Mann hat die Kinder geschnappt, ist mit denen mit dem Hund draußen. Es ist schon relativ spät und ich nutze jetzt die Zeit und zeige euch das, um was es eigentlich geht. Und zwar. Meine Katzen haben gerade Futter bekommen, aber irgendwas scheint ihnen nicht zu gefallen. Und zwar geht es um unsere Wiff-Box für den Monat April. Die steht jetzt wirklich schon einige Tage bei mir. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Die ist noch original verschlossen. Ja, mir ging es ein paar Tage gesundheitlich nicht so gut und deswegen kam ich einfach noch nicht dazu. Und natürlich war ich sehr neugierig, aber ich habe noch nicht geguckt, weil ich einfach. Ja, das Video machen wollte und das auch in dem Moment, wo ich das erste Mal reinschaue und nicht im Nachhinein. Ja, wer die Wiff-Box nicht kennt, das ist eine Überraschungsbox, die wird von Sensi jeden Monat neu zusammengestellt, wird auch immer saisonal bestückt, das heißt, ihr habt eigentlich immer Artikel drin, die einfach ein bisschen zur Jahreszeit passen
Und das Tolle an dieser Box ist, ihr habt immer einen Mehrwert. Das heißt also, diese Box kostet 42 Euro und ihr bekommt aber immer mehr, wie ihr bezahlt. Ist was Tolles für jeden, der Düfte liebt, der Sensi liebt, der Überraschungen liebt. Und ich finde, die kann man auch mal richtig schön verschenken. Ja, ich kaufe sie mir, ich bestelle sie mir selbst, weil ich es einfach, ja, weil ich es mag, weil ich mich selbst gern überrasche. Genau. Auf jeden Fall packen wir jetzt zusammen die Whiffbox für den Monat April aus. Und ich bin gespannt. Letzten Monat hatten wir ja so eine Art Frühlingsbox. Da waren Reinigungsmittel drin. Die sind bei mir auch schon im Einsatz. Ich liebe unsere Putzmittel. Sieht auf jeden Fall schon mal sommerlich aus. Finden Sie Ihren inneren Frieden. Jetzt bin ich gespannt. Also, hier ist so ein Flyer immer dabei. Also für alle, die sich jetzt die Whiffbox noch bestellen wollen oder die noch darauf warten, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit abzuschalten, weil ich finde gerade eben die Überraschung ist das Tolle daran. Jetzt schaue ich mal, was hier drin steht. Also, Herausforderung: Finden Sie Ihren inneren Frieden. Steigern Sie Ihr geistiges Zen, indem Sie einen Monat lang jede Woche eine kleine Herausforderung annehmen. Wir hoffen, dass Sie in diesem Monat zur Ruhe kommen und ein wenig Frieden finden. Kann wahrscheinlich jeder von uns gebrauchen. Und ich zeige euch das mal. Hier stehen jetzt tatsächlich 4 Aufgaben. Zum Beispiel für Woche 1. Schaffen Sie Ordnung in Ihrem Arbeitsbereich, trennen Sie sich von den Dingen, die Sie nicht brauchen und ordnen Sie die Dinge, die Sie brauchen. Ein sauberer, aufgeräumter Arbeitsbereich kann helfen, Stress abzubauen. Und wenn ich mich hier so umsehe, sollte ich das vielleicht tatsächlich machen. Also ich wollte ja auch ein Video demnächst machen über meinen Arbeitsplatz, über mein Büro. Wollte ich das alles mal zeigen und hier muss tatsächlich Ordnung rein. Hier stehen dann eben noch so Sachen, wie machen Sie jede Woche einen Tag, jeden Tag einen Spaziergang, schalten Sie Ihr Handy aus. Ist auch so eine Sache. Meditieren Sie jeden Tag ein paar Minuten. Also hier stehen auf jeden Fall Tipps, wie man quasi seine innere Ruhe findet. Und jetzt schauen wir einfach mal. Okay, hier ist ein Briefumschlag. Der ist auch zu. Ui, cool. Hört ihr meine Katze? Also das ist mein Kater, wir haben ja 3 und der hat manchmal solche Anwandlungen, dass er einfach durchs Haus läuft und schreit. Auf jeden Fall haben wir hier 2 Sensi-Aufkleber. Cool, oder? Für Frieden, Peace. Sehr cool. Waren in diesem Umschlag. So, dann geht's weiter. Ich zeige euch mal die Box und dann zeige ich euch natürlich die einzelnen Sachen. Sieht jetzt alles noch ein bisschen wirr und durcheinander aus. Wir schauen jetzt einfach mal nacheinander rein. Wir haben eine Packung Duftpots, Green Tea and Jasmine. Finde ich sehr, sehr cool, weil ich, ja, muss ich ein bisschen ausholen. Also ich liebe unsere Ventilatoren sowieso. Ich mag die total gern. Haben wir überall. Wir haben den SensiGo, wir haben den in beiden Autos, den Mini-Ventilator, wir haben den in die Badezimmer. Also ich möchte wirklich nicht ohne. Und ich habe ja unter anderem auch Ventilatoren, die ich quasi verleihe zum Testen. Und mein Ventilator kam gestern zurück, geht am Montag schon wieder auf Reisen und ich habe festgestellt, dass ich kaum noch Duftpots habe. Von daher eignet sich das und ich habe den auch noch nicht als Duftpot zu Hause. Also richtig gut. Und der Duft ist halt auch richtig lecker, ne? Also der ist richtig dezent, angenehm. Ja, passend zum Thema, die Ruhe finden. Den Wert blende ich euch am Ende ein, was ihr an Wert in der Box habt und was ihr dann tatsächlich zahlt. Diese Packung hier kostet zum Beispiel 14,25 €, aber die Übersicht folgt dann am Ende. So, schauen wir weiter. Einmal Summer Holiday, ein sehr, sehr leckerer Duft. Also den gab es schon, gibt schon, glaube ich, ein paar Jahre. Ich glaube, schon seit meiner Sensi-Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Den mag ich wirklich sehr gerne und es ist auch ein richtig, richtig angenehmer Duft. Und ja, es ist auch hier so alles ein bisschen in grün gehalten. Dann haben wir noch einen Bar. Daydream Oasis. Das ist einer der neuen und auch der ist richtig lecker. Also es sind richtig gute Düfte, die hier drinnen sind.
Dann haben wir einen Scentcircle in der Duftrichtung Amazon Rain, also ein kleiner Duftanhänger, den ihr euch überall hinhängen könnt, wo ihr so möchtet, entweder ins Auto, in den Kleiderschrank. Also ich zum Beispiel nutze die auch total gern, um kleine Geschenke ein bisschen aufzuhübschen, Geschenkschleife durch und ans Geschenk mit dranhängen. Genau, da finde ich die echt toll und ich habe natürlich auch meistens immer einen im Auto. Genau. So, dann haben wir noch zu meiner Freude eine Handcreme in der Duftrichtung Schimmer. Und ich kann euch jetzt wirklich sagen, und es ist eine absolute Empfehlung von mir, unsere Bodyprodukte sind ein absoluter Traum, unter anderem auch unsere Handcreme. Und ich kann euch nur sagen, die wird einfach wahnsinnig gern bestellt, weil die einfach besonders ist. Also ich dachte mir am Anfang auch, nein, ich kaufe mir weiter meine Handcreme aus der Drogerie für 2 Euro irgendwas. Und irgendwann habe ich mir dann die Sensi Handcreme gegönnt, sagen wir mal, ne? Weil ich natürlich als Sensi-Beraterin auch die Handcreme in der Tasche haben wollte. Und dann habe ich die ausprobiert. Und ich kann euch nur sagen, dieser einzigartige, langanhaltende Sensi-Duft, den ihr bei unserer Handcreme habt, den habt ihr nirgendwo anders. Und es ist aber einfach nicht nur dieser lange Duft, den ihr habt, sondern es ist einfach auch, ihr cremt euch ein. Also erstens sind unsere Bodyprodukte hochkonzentriert mit sämtlichen pflegenden Stoffen. Ich sage mal, wenn man zum Beispiel im Badesalz badet, dann hat man das Gefühl, man ist eingecremt und braucht danach keine Bodylotion mehr, weil sich die Haut einfach so schön weich und gepflegt anfühlt. Und unsere Handcreme, da braucht ihr eben auch nur ganz, ganz wenig, weil alles so hochkonzentriert ist. Und es zieht binnen Sekunden in die Hände ein. Ich glaube, es kennen fast alle, wenn ihr euch die Hände eincremt mit einer handelsüblichen Creme und fasst ein Blatt Papier an, dann pappt das alles so und ist so schmierig und total unangenehm. Das ist hier nicht der Fall. Binnen Sekunden ist es in die Hände eingezogen, ihr könnt alles anfassen und die sind butterweich. Also ich liebe unsere Handcreme und die steht überall. Also in der Küche habe ich eine, im Auto, in den Bädern und ganz oft, wenn wir Besuch bekommen, dann kommen die erstmal rein. Die wissen schon, wo meine Handcreme steht und cremen sich erstmal die Hände ein. Es ist wirklich tatsächlich so. Also das ist auch wirklich eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal irgendwas verschenken wollt, eine Kleinigkeit, mit der Handcreme macht ihr, glaube ich, nichts falsch und da macht ihr wirklich viele Leute damit glücklich. Genau, und dann haben wir noch einmal Wäscheduft in der Duftrichtung Luna und passend dazu unser Waschmittelkonzentrat. Das heißt, ihr habt hier... ich würde fast sagen, von der Menge her, wenn ich das so anfasse, könnt ihr hier, denke ich, auf jeden Fall 2 Maschinen damit waschen. Also ihr habt auf jeden Fall Sensi-Waschmittel, Sensi-Wäscheduft und könnt eure Wäsche auch noch damit waschen. Ihr könnt euer Auto duften lassen. Ihr könnt euren Duftventilator befüllen, sowie eure Duftlampen. Und ihr habt eine Handcreme. Und nicht zu vergessen, natürlich Tipps für euren inneren Frieden, also wirklich meiner Meinung nach eine schöne Whiffbox. Ja, den Wert blende ich euch oben ein. Dann seht ihr das. Das könnt ihr jetzt im Moment schon sehen. Und ich zeige euch jetzt gleich die Box nochmal. Die ist, wie gesagt, nur noch diesen Monat in dieser Ausführung erhältlich. Und ab 1. Mai ist die dann wieder anders bestückt. Genau, das alles bekommt ihr für 42 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, nein, der Inhalt gefällt mir nicht, ich hätte gern was anderes, dann könnt ihr mir auch gern einfach mal eine E-Mail schreiben. Ich habe nämlich aktuell ein persönliches Angebot von mir laufen. Das heißt, da gibt es persönliche Überraschungsboxen von mir. Aber das wäre dann alles in einer privaten Nachricht quasi zu klären. Und jetzt ist mein anderes Wachs auch noch flüssig. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob die anderen Herzchen schon fest sind. So sehen sie aus. Also sind relativ große Duftpröbchen. Die werde ich jetzt in die aktuellen Bestellungen mit reinlegen, dass meine Kunden an denen schnuppern können und wenn ihnen dann die Düfte gefallen, noch zuschlagen, solange sie noch da sind oder sich die eben auch im Club-Abo sichern. Genau.
Das war es jetzt heute eigentlich schon soweit bei mir. Ich habe noch ein paar schöne Sachen da, die ich euch. Jetzt habe ich ein Loch in das eine gemacht. Ich habe noch ein paar schöne Sachen da, die ich euch noch zeigen möchte in den nächsten Tagen. Also es werden jetzt wieder regelmäßige Videos hier online kommen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. So, jetzt wünsche ich euch, je nachdem, wann ihr das anschaut, einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Video.